Aber zwischendurch hat es, glaube ich, nicht wehgetan. An dem Moment, wo du die Führung übernommen hast. Wie war es da für dich? Wie hat dich die Glücksbauer getragen? Ich war eigentlich genau bis zur Hälfte, so ungefähr bis ich vorne war. Das ist richtig geil. Und dann war ich so todesfertig. Aber ich wollte das nicht mehr hergeben. Ich habe die ganze Zeit gegen meine Krämpfe gekämpft, habe versucht, die Schritte zu laufen. Der funktioniert, dass der Muskel nicht zumacht, an den ich gehen muss. Es hat gereicht. Ich bin echt froh. Ich wusste auch, dass der Fabian von hinten kommt, dass er echt ein starker Triathlet ist. Und da kann man sich halt nicht sicher sein. So eine geile Veranstaltung hier. Geile Zuschauer, geiler Support. Danke dafür. Das können wir so stehen lassen. Herzlichen Glückwunsch, Simon Lugestein. Das ist ein Applaus. So, wir haben den zweiten und den dritten mittlerweile im Zieltal. Ein Riesenapplaus. Liebe Füße auf der Bühne kommen. Das ist die deutsche Meisterin Ostseewoman 2022. Denn wir haben weitere Finisher bei uns in 2, 1. Yeah!